Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim with Mods. Ja, wir waren letztens ja hier in dieser schönen Höhle. Namen können wir eigentlich sogar mal nachgucken. Moment. Zack. In Felsmoorhang. Ach, die ist schon abgeschlossen, okay. Schön, dass uns die Karte uns das verrät. Und hier hatten wir ja ein paar, naja, Detra-Beschwörer umgehauen. Hauptsächlich ein paar allgemeine Elementarmagier waren auch davor. Und jetzt gucken wir mal in der letzten großen Höhle, schätzungsweise letzten großen Höhle, muss ich dazu sagen, ob es noch was zu finden gibt. Und ja, machen natürlich da munter weiter. Schneebeeren, Lavende. Azir Toret Jetzir. Das klingt ja. Wir nehmen es jetzt einfach erstmal, wir können es verkaufen. War jetzt nichts wichtig, ich dachte, das wäre vielleicht irgendwas. Oh, ein Buch, was ich noch nicht kenne. The Goblins, a Study. Oh, schön gemacht, auf jeden Fall. Aber ich wollte das jetzt nicht lesen. Das ist, denke ich, für euch auch erstens nicht interessant. Zweitens kann ich die später nochmal nachlesen, wenn ich dann kein Let's Play mache. So. Gut, Mehlsack ist jetzt nicht so besonders. Machen wir ein bisschen Krach. Sieht aus wie, ja, ist nur Chor rund um Erz, aber. Warum? Meine Animation für die Beine stimmt da auch irgendwie nicht. Kleiner Moment. Bekleidung. Gab's nur das, ja? Okay. Ja, offenbar stimmt das so. Egal. So, weiter geht's. Stimmt, er geht von alleine aus dem Schleichmodus raus. Ja, gehen wir trotzdem erstmal hier lang. Sieht natürlich eindeutig nach einem Folterkeller oder Ritualraum oder sowas aus. So, jetzt ist auch nie verkehrt. Oh, der ist leer, den hätte ich mir nicht angucken brauchen. War ich das? Wer war das? Steht hier noch jemand? Hallo? Ach, das Buch wollte ich eigentlich nicht, egal. Der Mond Lorcan kenne ich noch nicht. Alteration verbessert. Yay. Als Veränderung, wenn ich mich nicht täusche. So, was ist hier drin? Gold. Walersteine sind auch nie verkehrt, wenn man denn das noch braucht. Kann man verkaufen, verkaufen. Also, ich spiele immer sehr ungern mit Stäben, weil die nur eine begrenzte Ladung haben. Aber an sich haben die relativ gute Effekte. Ich glaube, da geht es richtig weiter. Wir gehen nochmal zurück. Da ging es ja noch zu einer Art Altar hoch. Jetzt übersehen, ja, tatsächlich. Okay. Ne, ist eher so ein kleines Lager. Hab ich mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt. Aber ist immer noch was zum Plündern. Gewicht 5, Wert 30 geht gerade noch so. Pfeil wiegen nie was, das ist immer sehr schön. Finde ich auch sehr fair. Obwohl natürlich kann man darüber diskutieren, wiegt ein Pfeil wirklich nichts? Natürlich wiegt ein Pfeil irgendwas. Ne, Kartoffeln. Für die, die gerne kochen, ja. Aber Elfenohr und Knoblauch nehme ich gerne mit. Pfeile. Bücher, die ich schon kenne. Deswegen gucke ich mir die jetzt nicht nochmal extra an.
Und bupp. Schon können wir hier weitermachen, ohne schlechtes Gewissen zu haben, dass wir irgendwas Wichtiges übersehen hätten. Und ich schätze mal, dass wir jetzt bei der Höhle zum Ausgang kommen. Es sah am Anfang ja schon aus wie ein Absatz zum Runterspringen, so, dass es wie ein Rundweg ist. Oh, da steht noch jemand. Den kann ich jetzt leider nicht heimlich erdolchen. Das wollte ich, würde ich allerdings gerne wollen. Ich versuch's nochmal. Mit Zaubern ihn umzuschmeißen. Versuchen wir es diesmal mit Bomber, obwohl gegen Magier ist halt Strom immer besser. Ja, er hat gehört, wie ich meine Hände rausgeholt habe. Okay, für den hat es gereicht. So, ja, können wir. Auf jeden Fall können wir das. Das ist eher weniger. Und da wurde er zu Asche. Ja, das dürfte kein Problem mehr sein. Mal gucken. Ja. Sieht gut aus. Ein Stückchen noch. Okay, versuchen wir es mal so. Ne, das war die falsche Richtung, aber egal, wir haben ja genügend. Das heißt eher so. Oh, ja, nicht schlecht. Aber mit dem Geld können wir jetzt trotzdem noch Punkte kaufen. Dank der Mods, wohlgemerkt. Echt geht das nicht. Daher nehme ich auch gerne noch immer Sachen mit, die mir Geld bringen. Was habe ich hier gegrillt? Hat er das verschworen gehabt? Wir wissen es nicht. Man munkelt. Ja, das sieht aus wie der Rückweg. Und das ist auch der Rückweg. So, jetzt lasst mich mal kurz gucken, wie schwer ich bin. 520, alles klar. Das heißt, ich gehe jetzt so kurz verkaufen und dann machen wir gleich hier weiter. So, noch ein kleiner Zwischenstopp vorher. Ich war jetzt ja gerade hier in Weißlauf und ich muss mich für den Krachenhintergrund entschuldigen. Die haben ja angefangen mit Bauarbeiten und gleichzeitig mit Rasen. Ja, ich habe versucht, alles möglichst so zu machen, dass man ein wenig hört. Ich hoffe, es kommt nicht allzu viel durch. Aber hier in Weißlauf habe ich jetzt ein paar Sachen noch verkauft und geschmiedet, ein bisschen Geld zu kriegen. Und hier im Tempel von Künarecht können wir bei Danica eine Aufgabe abgeben. Und das nehmen wir natürlich gleich mit, wenn wir hier sind. Ihr sucht meinen Gatten Nasim? Da seht ihr am besten im Hinterteil des Jana. Dort kriegt er derzeit für gewöhnlich herum. Ah ja. So, Danica. Ja, wir haben das Harz. Wunderbar. Damit werde ich den Baum retten. Ich danke euch vielmals für eure Hilfe. So. Ja, können wir das bei dir trainieren? Glaube ich nicht. Gerne an meinem Wissen teilhaben. Echt jetzt? Wow, wir können tatsächlich noch. Ja, geil. Dafür geben wir das Geld gerne aus. Genau, haben wir Level ab. So. Das schauen wir denn mal. Hier packt man diesmal auf Ausdauer drauf. Also es gibt halt sehr viele Bäume, in denen es sich lohnt weiterzukommen. Alchemie sollten wir noch ein bisschen im Auge behalten. Das ist klar, das dürfte auch nichts Interessantes mehr haben, aber selbst wenn, wir kämen ja nicht ganz bis hoch. Ja, Sneak ist natürlich wichtig und wir spielen ja auf schwere Rüstung als auch Heavy Armor. Etwas, das das Gewicht reduziert. Halber Fallschaden nur. Nö. Nein. Auch nicht. Nein. Face of Death. Nein. Hier, weighs half as much and slows you down half as much when worn. Das heißt, wir müssen hier rüber gehen. So. 20 weniger Schaden von Gegnern, die weniger Stamina haben. Und abnehmt. Okay. So, das heißt, das nächste dürfen dann hier hin. So, dann reisen wir jetzt wieder zurück zu unserer Höhle. So, da sind wir wieder bei der Höhle. Und jetzt ist die Frage, wie wir weitergehen. Ich würde vorschlagen, wir nähern uns dem Bergbausymbol.
Einfach weil wir es auch nicht auf der Karte haben. Sollen wir vielleicht ein bisschen sneakier vorgehen. Ich weiß natürlich, wie hoch müssen wir? Antwort sehr anscheinend. Gucken, ob wir hier irgendwie hochgesprungen kommen. Ja. Ja, nicht runter wieder. Okay. Da sind wir anscheinend. Mal schauen, ob hier irgendwelche Kollegen uns freudig empfangen werden. Sieht ja erstmal ganz ruhig aus und behaglich, sogar ein bisschen schön. Ah, Wienung. Allerdings mit diesen alten Laternen so am Wegesrand, sowas finde ich ja immer ganz cool. Das ist ein Erzarter. Machen wir jemanden gleich wach, wir werden sehen. So, wieder erstmal ein Schleichmodus. Bisschen umschauen. Scheint schon länger verlassen zu sein, alles hier. Schmiedenschwerrüstung kenne ich zwar schon, lässt sich aber gut verkaufen. Was dann stehlen? Können uns aber egal sein. Vinum Larum Löffelstiel. So. Oh, mit der Aurora. Wahnsinn, oder? Oh, haben sie echt gut gemacht. Sieht toll aus. Okay, ja. Ab in die Mine. Wie heißt sie denn eigentlich? Na, werden sie gleich sehen. Die Schwarzadermine. Okay. Stehlen Schneebären. Also, die Mine gehört anscheinend Menschen. Oder, was heißt Menschen? Humanoiden, nicht grundsätzlich feindlichen Wesen. Nee. Halt! Nach dem Kodex von Malakat gehört diese Festung dann aus. Fremde sind hier unerwünscht. So. Genau, ich bin nur ein Reisender. Was für ein Ort ist das hier? Dies ist unsere Festung. Hier können wir leben, wie Malakat es wünscht. Weit weg von den neugierigen Augen der Nord. Ihr seid kein Ort, kein Blutsverwandter. Also bleibt draußen. Wir helfen nur uns eins. Ihr habt kein Recht, hier zu sein. Dieser Ort ist für Orks bestimmt. Ja, hab schon kapiert. Niemanden sonst. Fremd, das ist unsere Festung. Geht. Ich will ehrlich sein. Finde ich sehr einsichtig. Ich bediene mich mal bei euch hier in der Zeit. Wenn ihr mich angreift, selber schuld. Gucken. Hat ja schon gewisserweise ein bisschen was von Rassismus. Ihr seid kein Ork, also dürft ihr nicht hier sein. Ihr habt nicht dieselbe Rasse wie ich. Ja, das Abbauen dauert immer eine Weile. Aber ihr seht, also wenn ihr Erz sucht, das ist eine gute Mine. Hier gibt es einiges. Vor allem Ebenerz ist jetzt auch nicht gerade so schlecht. Na klar, für das, wo wir jetzt gerade sind im Stage, nicht hilfreich. Oh, ja, viel Spaß, nehmt ihr auseinander. Okay, stimmt ja, manchmal tauchen die Viecher dabei ja auf. So, also, lasst uns kurz nachdenken. Und tschüss.
Ich dachte, er hat die gekillt. Bin mir sogar sicher. Was hat denn der mit der gemacht? Wo ist die hin? Ist komplett verschwunden. Jetzt hätte ich auf molekulare Ebene zerbröselt. Keine Ahnung. Ach, da ist sie. Du bist weit geflogen, Mokdurz. Deine Axt nehme ich, den Rest darfst du behalten. Ah, aber noch ein bisschen mehr Erz, cool. Erst eigentlich hat er gedacht, die Orks würden uns gleich angreifen, so nach dem Motto, ihr dürft ja nicht hier sein, ihr seid noch hier, tja, Pech, ne, selber schuld. Ich muss mich nochmal nebenbei für den Krachthausen entschuldigen. Jetzt sind, wenn ich das richtig sehe, auch noch diese schönen, ja, Laubbläser dazugekommen. Interessanter Fakt am Rande, wisst ihr, dass die Dinger 110 Dezibel laut werden und damit lauter als eine Disco sind? Ist toll, ne? Also, vielleicht ist es nicht zu 100% interessant, aber ich finde es echt heftig. Oh cool, magerloser Smaragd, geil. So, gibt's hier noch was zu holen? Kommen wir dir mal höflich entgegen? Bist du auch ein Schwarz? Ja. Ach, halt die Klappe. Ich bleibe jetzt hier. Wenn ihr mich angreift, nehme ich euch auseinander. Ich lasse mich doch von Quests nicht abhalten, nur weil mir droht. So, jetzt muss ich mich kurz orientieren. Da waren wir, genau. Haben wir Kerzenschein mal auf Schnelltaste? Bestimmt. H-I-J, da. Nicht gleich als Aggression nehmen, ich habe nur mal kurz Licht gemacht. Eigentlich will ich die ja nicht töten, ich will nur ganz brav hier weitergehen. Synchron, das ist eine neue Sportart, Synchron-Spitzhacking. Das ist bestimmt Diebstahl. Das ist nur Granatstein, kann man mal gebrauchen. Das darf ich nicht, wenn man jetzt hier es gerade macht, ne? Wir kennen euch nicht und wir wollen euch hier nicht. Ja, dankeschön. Sehr tolerant. Ja, aber sie geht von jemand anderem weg, da kann ich da gleich ran. Also das hier ist wirklich eine reine Mine, wo ihr euer Erzvorkommen ein bisschen aufbessern könnt, wie ich sehe. Ist ja auch nicht verkehrt. Oh. Bau mal schneller ab, hinter dir ist einer, Kumpel. Wir haben Zeit, sieh mal doch. So, Drachen hat noch einen Bogen, Drachenhaut. Was habe ich ausgerüstet? Oh, es dauert wohl eine Weile, das zu skillen. Okay. Wow, wie viel? So. Ja, da weiß ich gar nicht, was Schwanz habe ich da. So, das reicht. Und noch ein bisschen Ebenerz abgestaubt. So, und damit sind wir mit der Mine durch. Oh, hier liegt Öl auf dem Boden, okay. Ah, noch eine Vene. Wayne, wie heißt das auf Deutsch? Eine Ader, genau. Also diese Grafik-Lag ist ein bisschen komisch, muss ich gestehen. Aber gut. Das liegt an den Mods und ja, dass das eine Mod-Rüstung ist wahrscheinlich. Kommt man sich vor wie so ein Schotte.
So, ist immer noch dunkel, deswegen mal kurz Herzenschein. Kerzenschein, meine Güte. Wow! Was wollt ihr hier, Fremdling? Ich schätze, ich wollte runterfallen. Komme ich jetzt einfach so wieder hoch? Ach, okay, jetzt weiß ich, wo ich bin, okay. Malakat, segnet uns mit diesem Land. Es ist nicht für euresgleichen bestimmt. Spuckt's hier oder warum fällt immer noch was runter? Ich muss gestehen, ich hatte jetzt auch nicht erwartet, dass die Hälfte des Let's Plays oder so Erzabbau wird. Aber gut, gehört halt auch dazu und brauchen kann man es immer. Ist die Frage, zählt das mit als das erste hinten an der Wand? Wir werden es gleich sehen, ne? Ne, das ist anscheinend nochmal extra, genau. So, das aber auch nochmal. Also wie gesagt, wenn ihr Erz braucht, vor allem dieses Ebenerz, könnt ihr euch den Ort ganz gut merken. Hier gibt es haufenweise. So, ich glaube, jetzt haben wir es aber komplett hier in die Ecke. So. Das ist unsere Festung. Geht. Ja, gleich, aber du hast ja aufgehört, hier zu schürfen, deswegen mach ich das noch. Kann man da unten nochmal? Ja, geil. Eisen ist natürlich für das jetzige Spiel nicht mehr, in dem Stage, wo ich bin, nicht mehr so relevant. Allerdings gibt es zwei Sachen. Ich kann es noch zu Stahl machen und das brauche ich unter anderem mit für Drachenrüstungen, die mir viel Geld bringen. Aber ich kann es halt auch zu Silber und dann auch zu Gold umwandeln und damit Edelsteinen zu Schmuckstücken machen. Und mit denen kann ich wiederum natürlich ein bisschen mehr Geld machen. Also auf lange Sicht lohnt sich das trotzdem. Fremde, nichts als Ärger. Ja, genau, immer drauf. Ha, der hier ist weggegangen. Dann nehmen wir seine mit. Vor allem, ich kann mich nicht an einen Ork erinnern, den ich was getan hätte. Davon mal abgesehen, dass die ja hier kaum vorkommen, wegen den ganzen Geschehnissen, die waren, haben die ja nicht mal so wirklich ein eigenes Land, die Armen. Können jetzt sogar leid tun, allerdings nicht, wenn sie so feindlich sind. So, okay. Das war die. Und das Ahnengrab dürfte es ja, glaube ich, sein, da oben. Liegt ganz nahe. Wahrscheinlich unglaublich weit oben. Ich mal schau. Wo, das kann eigentlich nicht sein. Dann wird es ja auf der Spitze liegen. Hui. Ah, da patrouilliert was Dickes. Da steht was Verzaubertes. Die sind leider sehr schnell. Deswegen, hier würde ich tatsächlich dann doch mal auf den Bogen lieber abgehen. Steht da neben mich noch einer? Nee. Okay. Die sind leider wirklich abartig schnell, von daher, da macht das mit Zaubern auch nicht so krass Sinn. Weiß ich schade finde, dass scheinbar viele eine relativ hohe Zauberresistenz haben. Nach Zulbur, okay.
Können wir nehmen? Nö. Ja. Ja. Nö. Ja. Jo. Wir stecken erstmal die Waffen weg. Wir kommen wahrscheinlich eh hier rein, oder? Doch. Seid ihr mir grundsätzlich böse gesinnt? Ich stelle mich mal ganz höflich vor. Mal gucken. Das hier ist also eher eine Orksiedlung. Okay, hatte jetzt gedacht, das wäre ein Anker oder so. Gut, Grab passt, ne? Sieht mich jemand? Ich will zumindest den Lavendel haben, der Rest ist jetzt nicht so krass wichtig für mich. Also, wichtig ist der Lavendel in dem Sinne auch nicht. Ja, das habe ich jetzt ein bisschen heftig wohl ausgesprochen. Wichtig hat eine ganz andere Bedeutung. Weiß immer gut. Fell kann man auch immer brauchen. Wildbret nicht so sehr. So. Malakat segnet dieses Land für die Orks. Und nur für die Orks. Geile Frage. Wie kann ich euch überzeugen, mich reinzulassen? Ich bin ja schon drin. Aber mal schauen. Wir haben Gerüchte über ein verzaubertes Paar Panzerhandschuhe gehört. Versteckt und beschützt von gefährlichen Menschen, Tieren oder noch Schlimmeren. Sie werden Finger des Meisterschmieds genannt. Bringt sie unserem Häuptling und er wird entscheiden, ob ihr würdig seid, Blutsverwandter der Orks zu sein. Blutsverwandt will ich ja nicht. Ja, komm. Versuchen wir es. Finde die Finger des Meisterschmieds. Nun muss man ja grundsätzlich alles anpinnen. Und schätz mal, das steht nur verschiedene. Das weißt du, was Kleines ist. Da. Hast du noch was anderes? Ihr habt in unserer Festung nichts zu suchen, Fremdling. Gibt's noch weitere Festungen? Einige große Festungen, die erwähnenswert sind. Dushnigyal, Mor-Kaskur, Narsulbur und Largaspur. Und wer ist Malakka? Er ist der dädrische Fürst der Orks. Der Bewahrer des gegebenen Schwurs und des blutigen Fluchs. Wir leben nach seinem Kodex und folgen seinen Lehren. Fremde wie ihr verstehen das nicht. So. Kommt mit den Panzerhandschuhen wieder oder gar nicht. Meine Güte, immer so unhöflich alle. Ist ja nicht so, dass wir euch was getan hätten, also ich. Damit kann ich noch nichts anfangen, ne? Lauch ist auch keine Inkredenz. Stehen will ich nicht. Haben die Hütten keine Tor? Hä? Gibt's da keinen Eingang? Doch, aber. Ah! Das Schloss war offen, falls einer fragt, ja? Niemand sieht mich. Heil ist nie verkehrt. Herz sowieso nicht. Gucken, was wir in der Truhe haben. Ein bisschen Golden, Rubin. Kein Zaubertrank, ja. Relativ leer, muss ich aber sagen. So, mehr ist das nicht. Also, die nennen das ja Festung. Kann man jetzt drüber diskutieren, ob das der passende Begriff ist, ne? Wahrscheinlich ist das eher gemeint. Na, was meint ihr? Wird es Ärger geben, wenn ich reingehe? Das ist ja zumindest kein Einbruch. Sie dürften ja mich mindestens verwarnen. Hübsch. Ihr pennt alle. Ihr pennt alle. Ich meine, das wäre jetzt so die Gelegenheit, Taschendiebstahl trainieren zu wollen, aber ich will unbedingt eher so gucken, ob hier noch irgendwas liegt, was interessant ist, was man so ein Vorbeigehen, sag ich mal, ganz höflich mitnehmen kann. Die wahre Natur der Orks kenne ich noch nicht. Meins. Krieg mal auf, Adept. Zack. Gold. Jo. Ja, geht auch noch für den Wert.
rede jetzt mal einfach ganz höflich mit den Kollegen. Mit dem Häuptling. Wenn er denn mitmacht. Erstmal ganz gemütlich aufstehen. Kann man nicht einmal seine Ruhe haben? Verschwinde! Was wollt ihr hier, Fremdling? Geht einfach, Fremdling. Zu tun haben. Fremde sollten ich sage es euch zum Letzten, die sie nicht hingehören. Ich gehe ja schon. Gut. Soweit dazu. Ich glaube, wir versuchen dann das nächste Mal. Ups, nee, das wollte ich eher so. Komm mal hierher. Das scheint ein bisschen den Weg hochzuführen. Wir schauen mal, wie weit wir rumkommen oder ob wir zu den Türmen da hochkommen. Aber das machen wir dann das nächste Mal. Bis dahin sage ich, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war für euch auch ein bisschen interessant, obwohl diesmal wahrscheinlich eher weniger. Wie gesagt, wir haben ja dann die Mine gehabt, die ja fast nur Bergbau war. Und das hat ja jetzt heute doch schon einen Großteil ausgemacht. Aber ansonsten... Ja, genau, danke für die Unterbrechung, meine Dame. Aber ansonsten sage ich, macht's nicht gut, macht's besser. Und mögen euch die Gaming-Götter Holz sein, sonst hau ich ab, die geben mir auf den Nerv. Und mögen euch die Gaming-Götter Holz sein. Tschüss!